Ich bin Peter Wohleben. Ich arbeite schon seit über 30 Jahren als Förster. Ganz viel mit Bäumen und noch lieber mit Menschen. Und zwar in Form von Waldführungen, die ich dann letztendlich in Büchern aufschreibe. Mein Revier ist die Gemeinde Wehrshofen. Ich selber lebe in einem kleinen Ort Hümmel. Und dort habe ich auch eine Waldakademie gegründet, um noch mehr Menschen den Wald zeigen zu können. Ich selber hasse Waldführungen, die einfach nur die Botanik erklären. Das finde ich persönlich total langweilig. Und deswegen wollte ich gerne ein Buch machen, bei dem Kinder mitmachen können. Also das heißt, da gibt es Elemente, wo experimentiert werden kann, wo die Kinder Dinge ausprobieren können oder einfach auch raten können. Es geht darum, dass Bäume Wasserleitungen haben. Eigentlich sind die aus so ganz kleinen, winzigen Stückchen aufgebaut, das nennt man Zellen. Aber die haben hier auch richtige Wasserleitungen drin, wie bei euch zu Hause. Und die sind richtig auf. Und das kann man ausprobieren, indem man mal durch so Holz durchbläst. Und damit man das sieht, spürt man hier vorne mal ein bisschen Schmügli drauf. Jetzt kannst du mal probieren, fest auf die Lippen pressen und dann durchblasen, wie eine Trompete. Seht ihr, dass da rauskam? Kinder haben ganz viele Fragen. Ich fand das immer schön, früher auch bei meinen Kindern. Die haben mich gelöchert ohne Ende. Und dadurch habe ich mich viel intensiver mit dem Wald beschäftigt. Und diese Fragen, die tauchen natürlich im Buch auf und werden da auch beantwortet. Herr Wohleben, wie können eigentlich die Bäume sprechen? Bäume sprechen anders als wir. Also nicht so mit Schallwellen, mit Geräuschen, sondern mit Geruch zum Beispiel. Also das riecht dann nach Angst oder nach Freude oder die warnen sich gegenseitig. Und das riecht dann jedes Mal anders. Und die können das auch über die Wurzeln. Da funken die sich Nachrichten. Gibt es im Wald Internet? Bäume haben keine Handys, aber die haben wirklich Internet. Und zwar machen das im Wald die Pilze. Die durchziehen den Boden mit ganz vielen weißen Fäden und verbinden die Bäume alle untereinander. Und da können die sich Nachrichten weiterleiten. Ob das E-Mails sind, das weiß ich nicht. Aber Bäume können sich warnen. Zum Beispiel, wenn ein Käfer angreift, dann warnt der Baum, der das zuerst gemerkt hat, alle anderen. Und die können dann entsprechend schon was machen. Was mir persönlich eine ganz besondere Freude ist, ist, wie liebevoll das Buch gestaltet ist. Es sind wundervolle Figuren gezeichnet, es sind ganz tolle grafische Elemente drin, es sind Kästen drin mit Probier's aus oder Schau doch mal hin. Also ganz viele Elemente, die die Kinder animieren, interessiert durch das Buch zu wandern zusammen mit mir. Ich möchte Kinder dazu animieren, Bäume anders zu entdecken. Mir ist ganz wichtig, dass die Kinder das Buch irgendwann an Seite legen und die Sachen draußen auch mal ausprobieren. Dass sie einfach Spaß mit dem Wald haben. Dass sie eine gewisse Liebe zum Wald entwickeln, weil es einfach ein wunderbarer Lebensraum ist.